Kostenrechnung von 5,4 Milliarden war ja das Ergebnis etlicher Korrekturen nach oben. Ursprünglich waren mal runde 2 Milliarden in Planung. Dann kamen die vielen Pannen auf. Den Berg. Voll auch schon. Ich müsste die ganze Mannschaft ändern. Das komplette Team hat ein Formteam. Ich müsste Karim auswechseln, auch Cristiano. Nein, die ganze Mannschaft muss sich verbessern. Das gilt auch für Toni Kroos. Er produzierte beim 0:1 gegen Bilbao am Wochenende ganze 9 Fehlpässe. Berichte, nachdem Kroos müde und ausgelaugt sei, seien falsch, so Ancelotti. Eine Ruhepause.
Ja. Auf den Tunnel abgedreht.
Polizisten schoss. Im März letzten Jahres war es bei einer Routinekontrolle zur Schießerei gekommen. Zwei Bundespolizisten wollten den per Haftbefehl gesuchten Begleiter des Angeklagten festnehmen. Der 20-Jährige starb beim Sprung aus der fahrenden Bahn. Die beiden Beamten und der Angeklagte wurden schwer verletzt. Das ist der 12D. Ein Kuhlberg-Vollausschlag, ne? Schon. Da reicht der Ding. Ja. Der Ochsenkopf hier unten wunderbar. Jetzt schauen wir mal, wie gut geht denn dann der Rotbühl. Och du Scheiße. Das ist ja ein Witz, oder? Der Rotbühl geht schlechter als der Ochsenkopf bei mir. Oh, Wahnsinn. Ha, das ist ein Kuhlberg. Ja, ist bei mir im Zimmer. 10D vom Rotbühl nicht empfangbar. Wir haben. Okay, geht gar nicht. Moment. Das war das Falsche. Wir wollen B5 Plus. B5 aktuell. Das ist es, der Kanal. 12D vom jedes Mal vergessen. Vom Ochsenkopf sorgt bundesweit für Bestürzung. Der bayerische Innenminister Herrmann sagte, es könne nicht angehen, dass der Rechtsstaat kapituliere. 18.15 Uhr, 10.03.2015. Nicht, dass da einer sagt, das Video ist was weiß ich von. Wann? Bundesjustizminister Maas sprach von einer Tragödie für die Demokratie. Manuel Thuning. Politik und Zivilgesellschaft müssten gemeinsam klar Position beziehen. Und die Demokratie gegen 10D vom Ochsen, vom Hochbühl. Also, 11D, mein Michi. Na, nix. Nie einmal einen Ausschlag. Da ist der Rotbühl keine 20 Kilometer weg. Ungelogen von Kuhlberg. Mindestens circa 10 bis 15 Kilometer. Und kein Signal. Hast du sowas erlebt? Wahnsinn. Dass ich da so abgeschottet bin vom Rotbühl.